Susanne Feiler. Seit 1. September ist sie die neue Klimaschutzmanagerin der Stadt Cottbus. Bereits während ihres Geographiestudiums besuchte sie immer wieder Kurse, um ihre Qualifikation in puncto Umwelt- und Naturschutz weiter auszubauen. Nun besetzt sie die Stelle bei der Stadt für zunächst 2 Jahre. Also ich kümmere mich im Prinzip darum, dass in der Stadt vielleicht auch morgen noch saubere Luft ist und wir nicht so viel Energie verschwenden, sondern dass wir versuchen zu sparen. Ganz beachtliche Ziele für einen so kleinen Zeitraum. Doch Susanne Feiler bleibt zuversichtlich. Sie möchte nun erst einmal an das Energiekonzept der Stadt von 2013 anknüpfen. Das sieht vor, immer mehr erneuerbare Energien in das Stromnetz einfließen zu lassen. Doch gleichzeitig muss auch der Verbrauch gesenkt werden. Teamarbeit ist dabei also wichtig. Was ich als nächstes machen möchte, ist natürlich möglichst viele mit ins Boot holen. Ich meine, es ist klar, es geht nicht so, dass ich das alles alleine schaffe. Und dafür möchte ich eine Arbeitsgemeinschaft gründen. Die hat jetzt den Arbeitstitel Energetische Stadt, weil das sozusagen alles mehr oder weniger integriert im Namen. Und die setzt sich dann zusammen aus verschiedensten Akteuren, die auch schon bei der Erarbeitung des Energiekonzepts eine Rolle gespielt haben. Ihr Hauptziel in den kommenden 2 Jahren ist es, den Cottbusern noch mehr Umweltbewusstsein zu vermitteln, sodass für den Weg zur Arbeit vielleicht doch mal auf das Auto verzichtet wird.